Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena, Sternzeichen Widder. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir einfach mal schauen, wie sieht dich das Tarot im Jahre 2022 im Monat Januar. Das heißt, wir werden heute einfach nur mal ganz kurz deine jeweiligen Energien unter die Lupe nehmen. Einfach mal zu schauen, was ist das, was das Tarot für dich im Januar hat. Bedenke bitte, dass jede Legung immer ganz individuell auf dich abgeschnitten sein kann, in einer privaten Legung, in einer zielorientierten Therapie. In diesem Video kriegst du immer einen Rundumblick und es steht und fällt immer wieder mit deinen Entscheidungen, mit deinem Handeln, mit deiner Annahme, mit deiner Gegenwehr. Okay? So, wie sehe ich dich im Januar 2021 mit deinen aktuellen Energien? Sternzeichen Widder. Schau mal. Widder, viele von euch seid ihr sehr spirituell, seid ihr in Meditationen schon involviert, aktuell. Aber auch im Januar werden einige Widder unter euch die Meditation erkunden, was Reiki bedeutet, was ist Spiritualität. Viele Widder unter euch werden ihre Willensstärke wieder mehr unter die Lupe nehmen, möchten gerne neue Projekte kreieren, möchten gerne einfach aus einer routinierten Mechanik vielleicht auch rauskommen. Ich sehe dich sehr motiviert im Januar, alleine schon energetisch, ja, wie so ein Mensch, der schon viel erlebt hat, ein Mensch, der schon viel gegeben hat, ein Widder, der wirklich schon im Jahre 2021 viele Verluste erlitten hat, beruflicher Natur, familiärer Natur, konfliktive Situationen. Und im Januar bist du einfach mehr schon in der Energie loszulassen, bereiter zu sein, auch mal über deinen Schatten zu springen und wirklich zu erkennen, dass das, was du gibst, hat immer ein Für und ein Kontra. Im Januar haben viele wieder die Möglichkeit, über ihre Art zu sein, nachzudenken, ihren neuen Lebensweg zu erkunden, aber vor allen Dingen auch die Chance zu haben, wirklich sich nicht selber zu kreieren nur, sondern aus Machtspielchen, aus Ego-Trips wirklich rauszukommen. Warum? Weil wieder auf einmal erkennen wird, wie schön es ist, fließen zu lassen, wie schön es ist, sich mal keine Gedanken um andere Menschen zu machen. Guck mal, die Welt. Die Welt bedeutet im Tarot einen ganzen Zyklus, okay? Vom Narren angefangen. Okay, mit der Karte 0 bis hin zur Karte 21, das ist die Welt. Das heißt, die Ziele, die du erreichen möchtest, deine Energien sich mit viel Kapazitäten, positive Auswirkungen auf deine Ziele, Hindernisse, die du bewältigen kannst, egal in welcher Natur. Auch wenn du zum Beispiel an Sicherheiten es dir mangelt, finanzieller Natur, Selbstwert, Selbstliebe. Alles das. Im Januar sehe ich dich in eine Energie, bewusster loszulassen, bewusster Dinge unter die Lupe zu nehmen, bewusster dich für dich selber zu entscheiden, bewusster auch zu erkennen, dass alle Baustellen, ja, wirklich hinter dir gelassen werden können, wenn du bereit bist, Introspektion zu machen, das heißt eine Reflexion nach innen, deine Wünsche, deine Ziele zu verwirklichen, auf deinen Thron zurückzukommen. Ja, dich mit den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft zu verbinden, alle Machtkämpfe loszulassen, interne Reisen, das heißt die Erkenntnis über dich selber, deinen Glauben wiederzufinden, deine Geschlechtsorientierung, aber auch externe Reisen, das heißt Umzüge, Veränderungen, Montage, neue Arbeitsplätze. Im Januar geht es darum, dass die Liebe vor allen Dingen groß geschrieben wird, die Selbstliebe soll an den Tag gelegt werden. Denk dran, es passt nicht auf jeden wieder, es steht und fällt mit eurer Annahme, mit eurer Bereitschaft. Ja, wir sehen dich mehr, dass du mit Menschen mehr redest, dich mehr Dingen öffnen wirst. Die Gesundheit wird wieder ein bisschen mehr hergestellt werden, weil du eine Krankheit überwindest, eine Trennung überwindest, eine traurige Phase überwindest, Schmerzen auf der Arbeit, die dir gezeugt worden sind durch Arbeitskollegen, durch Verluste, was auch immer. Ja, auch im Thema Finanzen gibt es für viele wieder schon im Januar die Möglichkeit, eine Geldinvestition zu planen. Ja, aber energetisch sehe ich dich so, dass du bereiter bist, eine positive Auswirkung auf dein Leben zu erzielen. Auch eine Seelenkonnexion, eine Herzenspartnerschaft, eine aktuelle Partnerschaft, auch die Singles werden im Januar bereits viele, die ab sofort anfangen zu resonieren, die ab sofort bereit sind, ihr Leben wirklich neu zu kreieren, sehen wir auch die Singles und auch die Partnerschaften in der Energie, eine Trennung zu vollziehen von toxischen Erinnerungen, von toxischen Menschen, von toxischen internen Gedanken und in der Liebe mehr sich zu öffnen, zu sagen, es ist die Zeit, eine neue Version zu kreieren, es ist die Zeit, einen neuen Partner an mich heranzulassen, eine neue Partnerin, es ist die Zeit, wirklich zu leben und zu lieben und zurückzublicken, nur um zu schauen, zu sagen, hier möchte ich nicht mehr hinkommen. Ja, einige Partnerschaften werden sich im Januar schon bereits trennen können. Ja, aber es steht und fällt wirklich, wie ihr
euer Eheversprechen einhaltet, eure Treue einhaltet, die Harmonie, das Glück, die Verbundenheit in dieser Partnerschaft. Und wenn einige wieder sehen, es geht gar nicht, sehe ich dich in einer Energie, wirklich, dass du dich trennen wirst oder dein Partner trennt sich von dir, wenn es im Januar dein Fall sein sollte, okay? Ansonsten ist es einfach wichtig zu erkennen, dass sich technische Sachen, ja, verändern dürfen. Das heißt, toxische Energien, narzisstische Energien, ja, fremdgehen Energien, alles, was Gift ist für eine Partnerschaft, alles, was Gift ist für dich als Mensch, darf sich im Januar 2022 bereits lösen. Du darfst einen neuen Lebenszyklus anfangen. Es bedarf wirklich absolute Ehrlichkeit, absolute Treue, bedingungslose Liebe zu dir selber, zu jeder Entscheidung sicher zu sein, dass du das Richtige machst. Bewusst loszulassen, bewusst zu erkennen, wo du gerade stehst, bewusst auch zu erkennen, dass deine Verhaltensarten oftmals eine Baustelle sein können. Möchtest du im Monat Januar bereits das Jahr mit tollen Energien anfangen, meditiere, gehe mehr in die Spiritualität, erkundige dich mehr über Dinge, die du noch nicht kennst, lese mal mehr ein Buch, Fachlektüre vielleicht auch, verbinde dich auch mit deinen Arbeitskollegen, finde auch heraus, warum du so oft die Arbeit gewechselt hast, warum du so oft auf Konflikte gegangen bist im Jahre 21, okay? Damit du im Jahre 2022 viele Sachen verhindern kannst und wenn du dich von etwas zu trennen hast, sind das von Fremdenergien, von deiner eigenen Ego-Energie, die dich davon abhalten kann, aus einer Zone des Komforts rauszukommen und ein Leben glücklich zu leben. Wieder, das ist nur ein kleiner Einblick für euch für den Monat Januar 2022. Möchtest du mehr wissen, sprech mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie und ich bin gerne bereit, dir zeitnah, sofern möglich ist, einen Termin zu geben. Okay, an Sonntag, ansonsten jeden Sonntag um 19 Uhr hier auf YouTube starten wir unser Live-Chat, wo du die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen. Energetisch sehe ich dich wirklich in einer Energie, dass viele Wiedergeborene bereit sind, ihre Ziele zu verwirklichen, mehr spirituell zu wachsen, mehr zu meditieren und bereit sind, ein anderes Leben zu führen, mit Hilfe, ohne Hilfe, mit Partner, ohne Partner, mit Kinder, ohne Kinder, was auch immer. Aber sie sind gewillt, wirklich einen Zyklus abzuschließen und die Welt aus einer anderen Sicht zu sehen. Wow, wieder, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Genießt das Jahr 2022 und ich freue mich, euch auch im nächsten Jahr 2022 wieder begrüßen zu dürfen. Und denkt dran, zielorientierte Therapie, private Legung, schreibt mich gerne an und wir werden diesbezüglich wirklich genau den richtigen Weg, genau die richtige Legung, genau die richtige Therapie finden, um dich von all diesen Strukturen zu lösen, die dich bisher gefangen halten, in all deinen Lebenssituationen. Wieder alles Liebe und wir hören uns bis dahin. Bye.